Da vor Weißkastel los. Jetzt sieht der Zeitplan nicht genau, aber wenn es lange ist, ist es nicht am Bei der Nissan Offroad Challenge 2003 wird der beste Offroad-Fahrer der Schweiz gesucht. Nicht nur das fahrerische Können im Gelände wird geprüft, auch die Schnelligkeit beim Verstauen von Gepäck im Kofferraum wird getestet. Auf dem kopierten Gelände gilt es den 1,7 Tonnen schweren Terrano durch eng gesteckte Tore zu manövrieren, ohne die Holzpfähle zu berühren. Wer auf einem anspruchsvollen Parkour die wenigsten Strafpunkte kassiert, der hat gewonnen. Autsch, das geht 160 Strafpunkte. Sehr beliebt bei den Zuschauern sind Taxifahrten mit einem erfahrenen Geländepilot.
Ein Auto auf einer Wippe in der Balance zu halten, ist eine enorm schwierige Aufgabe, die nur ganz selten gelingt. Wer Lust hat, kann sich selber als Offroad-Fahrer versuchen. Unter kundiger Leitung wird man in die Kunst vom Geländefahren eingeweiht. Voilà.